Ich habe Erfahrung im Umgang mit Niederlagen, dementsprechend, ich weiß, das Leben geht weiter, es wird auch weitergehen, aber jetzt brauchen wir einfach ein paar Minuten und nachher, jetzt haben wir keine Pokalfeier heute Abend, jetzt haben wir eine Abschiedsfeier. Das ist auch in Ordnung. Der Abschiedsschmerz kommt, das tut extrem weh. Ich habe gerade versucht, jedem meiner Spieler meinen Dank auszudrücken. Unser Trainer verlässt uns und das muss auch würdig gefeiert werden. Ein sehr wichtiger Spieler, Sebastian Kehl, verlässt den Verein nach 13 Jahren und heute haben wir ihm das erste Mal die Möglichkeit, wirklich das ordentlich zu feiern und darauf werden wir uns konzentrieren, nicht auf die schlechten Zeiten. Wenn wir auch noch Pokalsieger geworden wären, das wäre zu kitschig gewesen, zu sehr American irgendwas. Ja, das bin ich froh, dass wir alle so realistisch sind. So ist besser. Er ist ja nicht außer Welt. Und wir wissen doch alle, dass Jürgen Klopp wiederkommen wird in die Bundesliga. Und was machen wir dann? Eine Wiedersehensparty. Ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen an Normalmaß walten lassen. Jürgen Klopp ist ein überragender Kollege, herausragend in der Arbeit mit euch, herausragend in der Arbeit bei Borussia Dortmund. Und ich freue mich jetzt schon, wenn er wieder als Kontrahent an der Seitenlinie neben mir steht und wie heute auch wieder die Schlacht auch außen geschlagen wird. Am Ende nimmt man sich in den Arm und gratuliert sich gegenseitig. Also ich freue mich, wenn Jürgen wieder da ist. 3-1 verloren. Zweiter sind wir geworden. Das bei Olympia fühlt sich das besser an als der DFB-Pokal. Das kann ich, also wo ich nie bei Olympia war, glaube ich, das ist so. Ja. Danke.